Am vorletzten Spieltag ist die Entscheidung gefallen der Kreisliga B. Der SC Holzhausen schafft die Rückkehr in die Kreisliga A. Man sieht es ja, Meister 2015-16 und letztes Mal 1986, also nach 30 Jahren wieder aufgestiegen. Bei mir dann der Meistertrainer Marco Schlegel. Sag ich mal, Glückwunsch zu den Manns Doppelpass. Danke, Fritz. Nicht deine erste Meisterschaft, oder? Nein, nicht zum ersten Mal, aber immer wieder schön, so kurz vor Saisonende Meister zu werden. Heute alles abverlangt in dem Spiel und ich denke, mit 75 Punkten Meister zu werden, das ist eine stolze Serie, die wir da hingelegt haben. Wir sind jetzt 11 Spiele in der Rückrunde hintereinander gewonnen und da ist man auch verdient Meister. Ja. Man kann auch froh sein, muss ich sagen, dass man das Spiel über die Bühne gebracht hat. Über die Begleiterscheinung wollen wir sich da eingehen, war ein bisschen unschön, hat nicht dazu gehört unbedingt. Ein bisschen holprig in die Runde gekommen, muss man sagen, war der Start war ein bisschen mühsam, kann man sagen, oder? Also die ersten drei Spiele haben wir zweimal unentschieden gespielt, einmal verloren gar und eine schöne Bierdusche, das gehört einfach dazu. Ja, nur was. Ja. Okay, das ist Doppelpass, wie immer live dabei. Und nein, ich war verschont gewesen. Genau, also du Fritz hat auch Durst. Also, ja. Sehr holprig in der Start gehabt, zwei Unentschiede, eine Niederlage dann auch und dann aber richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben dann hinteraus, wie gesagt, die 11 Spiele in Folge gewonnen, ein Unentschieden in der Rückrunde noch dabei, sonst alles gewonnen und ich denke, ja, der Start, es war die Übernahme, es waren so die ersten drei Spiele unter meiner Regie, da war es noch ein bisschen schwierig, aber ich denke, so am Schluss hat man die Handschrift von mir da auch entsprechend erkannt und bin stolz auf die Holzhausener. Ich bin immer noch ein bisschen mit Vorsicht wegen der Bier drin. Sag mal aber, Holzhausen, Breisach, mit Sicherheit die beiden überragende Mannschaften. Der PSV hat sich ein bisschen schwerer gemacht. Was kann man jetzt von der Kreisliga A vom Aufsteiger Holzhausen erwarten? Also ich denke, immer wenn man aufsteigt, gilt es die Euphorie von der Meisterschaft mitzunehmen, eine gute Hinrunde zu spielen und dann sich da so zu positionieren und dann mal schauen, was immer möglich ist. Ja, ich möchte die Kirche im Dorf lassen oder das Holz in Holzhausen, sagen wir es mal so entsprechend. Ich möchte das maximal immer aus meiner Mannschaft rausholen. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Wir werden nächstes Jahr wieder gut aufgestellt sein und werde bestimmt eine sehr gute Rolle auch entsprechend spielen in nächstes Jahr, dass wir da auch eine gute Kreisliga-A-Saison spielen. Breisach wünsche ich persönlich alles Gute für die Relegation, dass sie mit uns zusammen auch die Kreisliga angehe. Ich denke, Breisach hat es genauso verdient wie wir. Die haben auch eine hervorragende Rückrunde gespielt. Auch Kompliment an TSV. Die haben es uns wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Ich denke, die drei Mannschaften haben eine gute Runde gespielt. Aber auch Kompliment an alle Kreisliga B-Teams. Der Fußball in der Kreisliga B ist wesentlich stärker, wie ich ihn persönlich auch eingeschätzt habe. Jetzt wartet schon auf dich eine weitere Aufgabe hier mit dem Hammer Bier anstechen. Und so. Wünsche euch noch eine schöne Feier, das wär's gewesen, Holzhausen. Das ist die Aufgabe. Machen wir. Muss auch noch die Abmoderation machen. Endstand SC Holzhausen gegen Erster Zimmerse bei 41:2. Somit der SC Holzhausen Meister. Und wünsche euch eine schöne Feier. Bis bald wieder mal. Ja, Mann. Spätestens 2. Oktober bei der Gala in Erbolzheim. Ne? Alles klar. Ja, tschüssi. Ne? Tschüss. Danke.